Zeit seines Lebens hat er sich für den Dialog stark gemacht, der jüdische Gelehrte Martin Buber. In Wien kam er zur Welt, in Jerusalem ist er vor 50 Jahren gestorben. In seinem bekannten Werk Ich und Du hat er das dialogische Prinzip dargestellt. Mit Martin Buber hat man sich nun auch intensiv von muslimischer Seite im Rahmen eines Kolloquiums an der Islamischen Religionspädagogischen Akademie in Wien beschäftigt. Und auf künstlerische Art hat sich auch eine junge Muslimin ihr Bild von Martin Buber gemacht. Mehr jetzt von Sandra Sabo. Wo ich gehe, du. Wo ich stehe, du. Nur du. Wieder du, immer du. Alles wirkliche Leben ist Begegnung, lautet eine der zentralen Aussagen von Martin Buber. Für das dialogische Prinzip schafft er neue Begriffe, spricht von Ich-Du- und Ich-Es-Beziehungen, von Begegnungen und Vergegnungen. Offen, unmittelbar, ohne Zweck und Gier, von Passion und Aktion geprägt ist die Ich-Du-Erfahrung. Das Ich-und-Du-Prinzip oder die Ich-und-Du-Lehre oder die Ich-und-Du-Philosophie, die Martin Buber entwickelt hat, ist ja eigentlich eine Lehre jenseits von philosophischen Systemen. Das hat man ihnen ja auch immer wieder vorgeworfen, dass es ja eigentlich gar keine Philosophie sei, die er da betreiben würde. Aber da er das sowieso nicht machen wollte, ist das auch wiederum auch kein Problem gewesen. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Ich-und-Du-Prinzip oder diese Schrift über das dialogische Prinzip oder schon die Grundschrift Ich-und-Du haben natürlich bedeutende Akzente gesetzt, nicht nur in der menschlichen Beziehung, sondern überhaupt der Begegnung des Menschen mit der Welt. Dazu gehören die Religionen, aber natürlich auch die Kunst, die Natur, alles. Weil er eben nicht nur von den Beziehungen zwischen den Menschen ausgeht, sondern eben beschreibt, wie ein Mensch sich in Beziehung setzt zur Welt. Das kann mit einem Kunstwerk sein, das kann mit einem Pferd sein, das kann mit einem Baum sein, das kann auch mit einer Religion sein. Das Wichtige hinter diesen Begegnungen steckt aber eigentlich der Weg zu Gott. Seine Wurzeln hat Martin Buber in Wien. Das Haus seiner Geburt steht am Franz-Josefs-Quai. Aufgewachsen ist Buber aber bei den Großeltern in Lemberg. Er studiert, auch in Wien, und unterrichtet in Frankfurt am Main. Im Jahr 1938 muss er mit seiner Familie nach Palästina flüchten. Im hohen Alter wird er vielfach geehrt, etwa mit dem Erasmus-Preis in den Niederlanden. Vom Lande des Erasmus grüße ich die gläubigen Humanisten. Bubers Lebensweg war gezeichnet von Brüchen und Vertreibung, aber wohl auch von der frühen Erfahrung tiefer Spiritualität. Am Beginn seines Schaffens war Buber vom Chassidismus geprägt, einer mystischen Richtung innerhalb des Judentums. Buber kritisiert zum Beispiel auch, und das ist ganz interessant, er kritisiert ja die Theologie. Er sagt, die Menschen sprechen heute viel zu viel über Gott, anstatt dass sie mit Gott sprechen. Buber tritt ein für eine gelebte Religiosität, jenseits von Tradition und Riten. Es gibt einen zentralen Satz, und zwar, dass wir als Menschen vor Gott stehen, aber mit den Menschen sind. Ja, also das heißt, dass wir Religion so verstehen, dass es nicht nur um eine Beziehung zu Gott geht, sondern diese Beziehung zu Gott äußert sich oder drückt sich auch aus in der Beziehung zu Mitmenschen. Und ich denke, das ist ein Religionsverständnis, das wegweisend ist. Die IRPA in Wien. Hier werden im Rahmen eines Hochschulstudiums angehende islamische Religionslehrerinnen und Lehrer ausgebildet. Martin Buber im Zentrum eines Kolloquiums. Der Buber sagt, man muss eigentlich erstmal zu sich selber kommen. Ja, also da ist sozusagen dieser mystisch-rassidische Buber ein Stück weit wichtig. Und es muss eine Position sein, die aus sich heraus tragfähig ist und die eben nicht sozusagen diese Abgrenzung zum anderen braucht, ja, sondern das sich einlassen auf den anderen nötig hat. Nähe und Distanz. Begegnung und, wie Buber es nennt, Vergegnung bilden ein Wechselspiel. Der Mensch wird am Du zum Ich, heißt es bei Buber.
gibt den Moment, sagen wir mal, des Einverständnisses mit dem anderen. Aber wenn ich diesen Moment festhalten will, dann scheitere ich. Und wenn ich über das, was mir widerfahren ist, nachdenke, dann wird es zur Erfahrung und dann bin ich schon wieder in der Distanz zu dieser Ich-Du-Begegnung. Und dann wird sozusagen das Erlebte als Erfahrenes zu einer Ich-Es-Beziehung. Martin Buber, der Gelehrte. Seine Spuren werden heute neu gezeichnet und entdeckt. Martin Buber, der schon zu Lebzeiten zum Weiterdenken eingeladen hat. Ich glaube, eine der zentralen Aussagen von Martin Buber ist die, wo er sagt, ich habe keine Lehre, ich stoße nur ein Fenster auf und zeige hinaus. Damit wird irgendwie auch deutlich, dass er nicht so leicht einzuordnen ist, dass nicht so einfach zu sagen ist, er ist der Philosoph, er ist der Bibelforscher, er ist der Professor für Soziologie, sondern wo er von sich selbst eben sagt, er deutet nur, er weist auf etwas hin, er hat keine Lehre. Das war die Orientierung für heute. Im Namen des gesamten Teams sage ich danke fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagnachmittag.